Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Die letzte halbe Stunde heute in der FAZ Athon Arena. Bitte begrüßen Sie mit mir Ulla Hahn. Es geht also nach Ingo Schulze jetzt mit großer Literatur weiter, nachdem auch viele andere Bücherschreiber hier an diesem Stand und auf dieser Buchmesse sind. Jetzt gute Literatur, diesmal nicht aus dem Mitteldeutschen, sondern aus dem rheinischen Raum. Frau Hahn lebt in Hamburg, sie hat ihr literarisches Schaffen. Ich möchte sie bloß ganz kurz vorstellen, wenn Ihnen das recht ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob alle Sie hier auch kennen. Ihr literarisches Schaffen nach einem Germanistikstudium und journalistischer Tätigkeit bei Radio Bremen, dann als Lyrikerin begonnen und sind dann auf die Prosa umgestiegen und haben jetzt mit dem Aufbruch, über den wir jetzt reden, Ihren vierten Roman geschrieben. Der Aufbruch wird auch demnächst zur Jubiläumsausgabe 50 Jahre Deutscher Taschenbuchverlag mit erscheinen. Das ist auch so eine kleine Auszeichnung für Sie, oder? Der Deutsche Taschenbuchverlag, also DTV, hat seit Anbeginn meine Bücher als Taschenbücher rausgebracht. Aber dass DTV jetzt 50 Jahre ist, das ist eine Auszeichnung für den Verlag. Und das finde ich natürlich sehr schön, dass er heute hier auf der Buchmesse dieses Jubiläum feiert. Also ich meinte mit Auszeichnung ja auch, dass der Verlag sich dann natürlich eine gewisse Elite an deutschsprachigen Schriftstellern herausgesucht hat und Sie dabei sind und das natürlich von Ihnen auch so ein bisschen als Ehrung mit aufgenommen werden könnte. Okay, wer ehrt, das will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Ach, so meinte das, das habe ich jetzt begreife ich es ja. Okay, kommen wir zurück zu den Büchern. Der Aufbruch knüpft an Ulla Hahns Bestseller Das verborgene Wort aus dem Jahr 2001 an. Dafür haben Sie den Deutschen Bücherpreis bekommen. Ja, und da möchte ich jetzt gleich mal einhaken. Das war nämlich hier in Leipzig. Denn in Leipzig ist ja der Bücherpreis eigentlich erfunden worden. Es gab den ja vorher gar nicht. Und dann hat man sich ja in Frankfurt den, wenn man so etwas salopp formulieren will, unter den Nagel gerissen. Es gibt zwar jetzt hier auch noch den Bücherpreis, aber erfunden worden ist das tatsächlich hier in Leipzig. Und da bin ich also auch wirklich stolz drauf, dass ich den damals in der Belletristik mit Christa Wolf für ihr Lebenswerk, ich für Das verborgene Wort bekommen habe. Vielen Dank für die Blumen an Leipzig. Gegen die Kommerzveranstaltung Frankfurt am Main kommt man natürlich in Leipzig nicht an, aber wir haben es dafür ein bisschen kuscheliger und auch in solchen Runden wie dieser hier können wir mit Schriftstellern wie Ihnen reden, die wir sonst nur vom Fernsehen oder auch gar nicht daher kennen. Insofern ist das immer dieser besondere Flair und jetzt heißt es ein Preis der Leipziger Buchmesse, glaube ich, und ist noch genauso gut geachtet, wie als es Bücherpreis hieß. Zurück zum Buch. Der Aufbruch, nachdem es im Das verborgene Wort um die Kinderzeit in den 50er Jahren ging, geht es nun um den Aufbruch der Hilla Palm in den 60ern. Der Aufbruch handelt von einem Mädchen, das sich aus einfachen Verhältnissen im Rheinischen freimacht und es dann gegen viele Barrieren zum Germanistikstudium in Köln auch schafft. Charakterisieren Sie doch mal kurz den Leuten, die das Buch vielleicht noch nicht kennen und vielleicht Appetit bekommen, um was für eine Person handelt es sich bei Hilla Palm? Naja, Hilla Palm, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, einfache Verhältnisse, der Vater ist einfacher Arbeiter, angesiedelt ist das Ganze in einem Dorf nahe bei Köln, sehr katholisch. Und das Mädchen wächst also in sehr einfachen Verhältnissen in einer katholischen Arbeiterfamilie auf. Und was passiert jetzt in dem Roman, im verborgenen Wort? Da versucht sich die Hilla Palm, ist ihr Name, versucht sich mit Hilfe von Literatur, von Lesen, eine Gegenwelt zu schaffen zu diesem einfachen Milieu und versucht sich da herauszuarbeiten. Und das ist nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, das waren die 50er Jahre. Das ist also heute so weit wie meinetwegen das 19. Jahrhundert. Es ist wirklich auch, das ist mir beim Schreiben klar geworden, das ist letzten Endes ein historischer Roman. Das ist von unserer Zeit, so wie das jetzt auch gerade mit Frauenemanzipation, mit Globalisierung, wie das fortgeschritten ist seit den 50er Jahren, kann man sich alles schon kaum noch vorstellen. Also aus diesem Milieu, wo für Frauen Küche, Kirche und Kinder vorgesehen waren, versucht sich Hilla Palm also herauszuarbeiten. Und das geht im Aufbruch noch ein Stückchen weiter.